im Münsterland bzw. in Münster taucht eigentlich der erste Jude so um 1100, 1200 auf. In Warendorf haben wir eine Nachricht, dass im 13. Jahrhundert die Eike von Warendorf hier in der damals Judengasse, dann Totenstraße und dann Lorenzio-Straße gelebt hat, weil die in Köln aufgetaucht ist und es hieß eben Eike aus Warendorf. Also das ist die erste Erwähnung. Aber auf jeden Fall gibt es schon so in dieser Zeit Bevölkerung hier. Es lebten ungefähr 80 Juden, glaube ich, vor dem Zweiten Weltkrieg hier. Als es dann anfing, konnten ja einige auch noch auswandern, aber viele konnten es eben nicht mehr. Immerhin fand hier in Warendorf der erste jüdische Gottesdienst nach dem Krieg statt. Das ist schon eine beachtliche Sache, denn alles andere war zerstört und hier gab es einen Raum und da gibt es ein sehr nettes Foto. Da haben nämlich dann auch noch ein paar englische Soldaten mitgeholfen. Damit zehn Leute sind in Midian, 10 Leute zusammenkommen, um den Gottesdienst zu feiern. Ich glaube, wir haben in dieser Zeit so viel verloren an natürlich an diesen Menschen. Das ist natürlich das schlimmste Verbrechen von allem gewesen. Aber was wir uns selbst auch damit angetan haben, was wir der deutschen Kultur davon genommen haben, das wiegt so schwer und auch immer noch. Und ich finde, das sieht man auch jetzt hier, wenn Sie jetzt diese Einzelberichte, diese Familien, die jetzt einfach nicht mehr hier vor Ort sind, auch dieses jüdische Landjudentum, was Sie angesprochen haben, das, was da alles verloren gegangen ist durch dieses fürchterliche Verbrechen, das kann man heute gar nicht mehr fassen, glaube ich. Und da hat man sich selbst so viel genommen an guten Menschen und ich finde immer was es dann immer so greifbar macht, sind dann immer diese Einzelberichte von Familien und ich finde, da ist diese Familie von Paul Spiegel oder Hugo Spiegel, ist halt so ein starkes Bild irgendwie. Das hat dann in dieser Familie dann einerseits den Rückkehrer gegeben, dann aber auch andererseits die für immer verlorene Tochter. Das ist einfach, finde ich, immer wieder eine unheimliche, bewegende Geschichte. Und wir müssen dieses Gedenken an diese Einzelgeschichten genauso aufrechterhalten wie an dieses ungeheuerliche Verbrechen. Und das, finde ich, sieht man nämlich jetzt gerade wieder auch in Corona-Zeiten, diese Zahlen alleine, das kann keiner so wirklich runterbrechen. Aber wenn wir dann diese einzelnen Geschichten, die wir hier vor Ort gehabt haben, weitergeben, ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das ist auch die Aufgabe der kommenden Generation, dass man dieses Gedenken aufrechterhält.